So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 1516 und vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, ich habe ein bisschen was am Mikrofon verändert, ich habe es ein bisschen empfindlicher gemacht, damit ich nicht so laut reden muss und ich habe auch ein bisschen was an, ich habe ein bisschen den Bass rausgenommen aus meiner Stimme. Schreibt es in die Kommentare, ob es besser so ist oder vorher, dann ändere ich das wieder, aber so ist es für mich um einiges angenehmer. Ja, wir haben das letzte Spiel gegen Leverkusen gemacht und 5:3 gewonnen. Ich meine, das war dieses Ultra-Krimi-Spiel, was wir hatten, wo wir erst 0:3 hinten waren mit der Mannschaft. Und dann würde ich sagen, geht das einfach direkt mal weiter. Valbuena wechselt zu Galatasaray. Eieiei. Schick. Boah, es ist schön zu sehen, Pierre-Emerick Aubameyang, erster Platz. Schön, schön. Marco Reus hat... Warum spielt denn der nur so wenig? Wer spielt denn da anstatt bei Deutschland? Nationalmannschaft? Ja, okay, die spielen mit linkem Mittelfeld und rechtem Mittelfeld. Okay, ja gut, da ist Draxler natürlich besser als Marco Reus. Im linken Mittelfeld. Ja, obwohl, die sind gleich stark. Ah, kriegt Draxler doch trotzdem die... Oberhand. Und Timo Horn ist Ersatzkeeper. Schick. Manuel Neuer ist gar nicht mehr so weit weg, also könnte sogar Stammkeeper werden. Sehr geil. Ist auf jeden Fall besser als Leno, ey. Meh. Eklig. So, dann haben wir auch direkt unser nächstes Spiel gegen Braunschweig. Was war das jetzt? War nicht mein Handy. Okay. Ich habe schon Phantomklingeln im Kopf. Ich habe immer noch nicht das abgewöhnt. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern. So, was machen wir jetzt? Wir machen erstmal so eine schnelle Aufstellung, gucken. Ja, ist okay, kann man machen. Mit Leitner und Kruse. Ja, Leitner sowieso mittlerweile irgendwie so der Stammspieler schlechthin bei uns. Mit Aubameyang. Ich finde Mkhitaryan lässt noch so ein bisschen... Aber es kann natürlich auch an der Aufstellung liegen, dass Mkhitaryan so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Weil die rechts und links sind ja dadurch, dass wir eigentlich nur in der Mitte agieren, kommen die halt ein bisschen zu kurz. Was halt zur Folge hat, dass sie schlechte Noten haben. Ne? Aber wir brauchen sie dennoch. Wir könnten mal versuchen, das Ganze zu ändern auf rechts und links Mittelfeld. Dass wir halt nicht so eine krass offensive Mannschaft haben, sondern dann mit einem rechts- und links Mittelfeld spielen, dass wir halt rechts- und linkes Mittelfeld dann noch mit in die Mitte gehen können. Ja, das könnten wir mal probieren. Gut, gerade gegen Braunschweig wäre es eigentlich... Wir lassen das jetzt erstmal so. Im Moment funktioniert es ja einwandfrei. Nur, das kann man sich mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht haben die Spieler dann auch bessere Noten. Wer weiß. Kann man nicht wissen jetzt. Wir reden nochmal kurz mit unseren Leuten hier. Vor dem Spiel. Du musst den Spieler mehr Schneid abkaufen. Und die Moral geht schön nach oben. Warum kann ich Aubameyang nicht sagen, dass er gut trainiert? Er ist doch in einer guten Form im Moment. Du trainierst gut. Du trainierst gut und du musst vor dem Tor cleverer werden, Mertens. Gaston. Fällt mir wieder das Disney-Lied ein. Von Die Schön und das Biest. So, hier haben wir sowieso alles eingestellt bei Training. Jo, dann können wir eigentlich direkt ins Spiel reingehen. Ne? Ja. Können wir machen. Dann sehen wir uns gleich wieder gegen Braunschweig im Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist das jetzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute. 10. Spieltag haben wir jetzt. Wir können heute schon an die 30 Punkte kommen, wenn wir gewinnen heute. Ja. Das ist dann mal wirklich nach 10 Spielen, sagt man ja immer so ungefähr, kann man damit rechnen.
oder den Saisonverlauf so ein bisschen planen, absehen und 30 Punkte nach 10 Spielen, das wäre schon mal krass überragend, will ich es mal nennen. Und dann wäre die erste Chance. Ja, Verwirrung im Strafraum von Eintracht Braunschweig, keiner steckt den Ball entscheidend weg, schließlich schnappt sich Aubameyang die Kugel, zieht aus kurzer Distanz ab, aber Torwart ist zur Stelle. Schade. Aber fängt schon mal gut an. Nächste Chance. Max Kruse. Nah zwei Spieler. Zieht ab. Und knapp zu weit rechts. Auch nichts draus geworden. Und schreibt mir wirklich mal bitte in die Kommentare, wie ihr jetzt sich das Mikrofon anhört für euch. Ich fand, das war immer so ein bisschen, ich weiß nicht, komisch für mich. Aber für mich ist es sowieso komisch, meine eigene Stimme zu hören. Aber guckt einfach mal, sagt einfach mal, ob es angenehmer ist oder nicht. Und da ist das erste Tor für uns nach einer Ecke. Rodriguez spielt diese Ecke, der Torwart kommt zu weit raus, pflückt den Ball sicher runter, will dann elegant abrollen. Dabei verliert er dummerweise den Ball vor die Füße von Aubameyang. Gedankenschnell direkt einschiebt. Das heißt 1-0 schon für uns. Piazza macht heute gar kein gutes Spiel. Reus und Mkhitaryan sind auch so ein bisschen neben sich. Nicht ganz eingebracht im Spiel. Leitner bedient Aubameyang. Der lässt Lewicki im Strafraum mit einer Körpertäuschung aussteigen. Sucht die Torchance. Abgefälschter Schuss. Aber knapp einen Meter vorbei. Nächste Ecke von Rodriguez. Kommt heraus wieder der Torwart. Und fängt die Ecke sicher ab diesmal. Und egal wo egal wo Leitner im Mittelfeld spielt, der macht immer ein hervorragendes Spiel. Ja. Na, jetzt haben wir nochmal eine Ecke. Nochmal Rodriguez. Leitner versucht gegen Klavan mit unfairen Mitteln durchzusetzen, wird abgepfiffen und gibt Freistoß für Braunschweig. Jetzt mal Braunschweig mit einer Möglichkeit. Niederlechner, aber verzieht. Naja, da muss er vielleicht mehr draus machen, gerade gegen Dortmund. Oder gegen uns, gerade. Hätte er mehr draus machen müssen. Weil, wenn wir hier doch das 0-2 schießen, ist es dann schon sehr schwer für Braunschweig. Aber Braunschweig ist auch letzter momentan. Also, die sind nicht gerade gut im Moment. Und guckt euch mal die Stimmung und das Teamwork an. Wir haben übertrieben gutes Teamwork. Jo. Also scheinen die Spieler hier alle in der Konstellation, außer jetzt Piazon, schon ein bisschen länger zusammen zu spielen. Schön, schön. Gut, gehen wir weiter. Ja gut, Hummels, Ginter, Leitner, Reus, Mkhitaryan, Aubameyang waren ja sowieso von Anfang an schon dabei. Ich finde es auch erstaunlich, dass sich die Mannschaft so gehalten hat. Sonst habe ich es immer gehabt, dass Aubameyang irgendwie so zu Real gewechselt ist oder so. Nochmal eine gute Ecke war es jetzt. Torwart kommt blitzschnell heraus und fängt die gefährlich angeschnittene Ecke sicher ab. Schade, schade. Nicht so geil für uns. Adam Matuschik spielt bei Braunschweig. Yo, der hat mal bei Köln gespielt. Ist noch gar nicht so lange her. Rodriguez wieder mit einer Ecke. Leitner und Klavan steigen zum Kopfball. Aber Klavan kann sich durchsetzen und der Torwart muss nicht angreifen. Ah, nochmal eine Chance. Abgefälschter Schuss von Max Kruse fällt genau in die Stirn von Piazon. Der köpft aber genau in die Arme vom Torwart. Ah, Piazon heute nicht so der eiskalte Killer. Vom Tor. Jetzt Braunschweig mit einer sehr guten Möglichkeit. Ecke von rechts. Der Ball wird von Niederlechner verlängert. Landet vor die Füße von Hengings. Der fackelt nicht lange. Und trifft flach in die untere Ecke. 1-1. Oh Gott. So geht das aber nicht, Leute. So geht das aber nicht. Ein 1-1 gegen Braunschweig geht so gar nicht. Und da kommt direkt die nächste Chance von Braunschweig. Niederlechner mit einem Pass auf Skjelbred. Leitet den Ball zu Hennings weiter. Der kann das leider nicht richtig kontrollieren. Stochert den noch ein. Aus 10 Metern 2-1. Da dreht Braunschweig knallhart innerhalb von Minuten das Spiel erstmal.
Was zur Hölle, Leute? Was zur Hölle? Das kann doch nicht sein jetzt, oder? Gegen Braunschweig? Leute? Hallo? Was ist da los? Und wir haben nicht mal schlechte Noten innerhalb der Mannschaft, ne? So, wir haben jetzt nochmal eine gute Chance. Leitner, gestartet in Aubameyang. Bedient mit einem sehenswerten Pass. Hebt zunächst das Abseits auf. Blockt dann einen Pass von Aubameyang, geht zu blablabla. Bla bla, unglücklich zurück zu Aubameyang. Der Schuss ist keine Herausforderung für den Keeper, ja? Also im Moment sieht es dann für uns nicht allzu gut aus. Und Braunschweig hat sogar extrem schlechte Noten. Also wir machen hier auf jeden Fall das Spiel. Aber was war das denn jetzt? Warum sind wir 2:1 hinten? Ist da, das ist sowas, was nicht in meinen Schädel reingehen will. Nochmal eine gute Chance hier. Nochmal eine sehr gute Chance. Kommt, Leute, bitte. Stark vorgetragener Angriff von uns. Piazon muss eigentlich einschieben, spielt aber ab auf Aubameyang. Der steht prompt im Abseits und regt sich entsprechend auf. Jetzt haben wir aber auch Pech. Jetzt haben wir aber auch richtig Pech. Wechseln mal Reus aus, dafür kommt Mertens rein. Kann Dries Mertens nochmal zeigen, was er kann. Wir wechseln mal Kruse mit Piazon. Und Leitner mit Piazon und bringen dann Gündogan rein noch. Machen wir das mal so, das Ganze. Und gucken mal, was daraus wird. Braunschweig wechselt auch. Ich weiß nicht, wie wir das letztes auswechseln. Ja, unsere Abwehr ist jetzt überhaupt gar nicht gut im Moment. Was zum Teufel? Jetzt sind wir hier sogar 3:1 hinten gegen Braunschweig. Zur Hölle. Zur Hölle, was passiert hier gerade? Ich bin voll confused gerade. Ich bin übertrieben confused. Wie können wir denn jetzt 3:1 hinten liegen? Wie zur Hölle, wie? Hab ich die nicht gedeckt? Doch, ich habe die alle gedeckt. Was zum Teufel? Und wir spielen ja noch nicht mal schlecht. Unsere Offensive ist gut heute. Wir sind nicht mal schlecht und verlieren 3:1. Und der Gegner ist eigentlich sauschlecht. Guckt euch das mal an. Okay, sie haben ein paar gute Noten dazwischen, aber was ist denn los gerade? Braunschweig kommt nicht entscheidend genug weg. Geschnelles Dankenspiel. Auf den Kasten zuläuft, will zu einer Zuspiel abgelenkt, das ist aber so unglücklich, dass er Max Kruse vor die Füße fällt. Ey, und der Torwart, der rettet heute alles, ne? Bei denen jetzt. Der Keeper, der rettet alles. Ja, das wird unsere erste Saisonniederlage. Das können wir unmöglich noch aufholen. Es ist einfach so, das können wir nicht mehr aufholen. Alter, was zur Hölle? Aubameyang ist zur Stelle. Trifft per Abstauber ins leere Tor. 3:2. Ja, wenn wir jetzt nochmal alles schnell nach vorne werfen. Wir haben auch noch eine Auswechslung übrig. Ich wechsle mal Mkhitaryan aus. Nochmal vor Ende. Und jetzt nochmal alles nach vorne. Alles nach vorne. Kommt nochmal Santimina rein. Alles nach vorne nochmal. Yo, Hummels verletzt sich jetzt auch noch. Was ist das denn für ein Katastrophenspiel? Und ich mache gerade die letzte Auswechslung, wisst ihr? Naja, spielen wir halt mit einer Dreierabwehrkette weiter. Boah, ist das ekelhaft, dieses Spiel, ey. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Jetzt holt er sich nochmal eine gelbe Karte, weil er am Trikot gehalten hat. Ich glaub's nicht, wir haben verloren. Wir haben unsere erste Niederlage im 10. Spiel diese Saison. Bayern ist damit rangerückt auf einen Punkt. Und wir verlieren gerade gegen den letzten Platz. Weißt du, wisst ihr?
check's gerade nicht. Ich check's echt nicht, was da passiert, was vor allen Dingen, was hier passiert ist. Was ist hier passiert, dass sie zweimal hintereinander so schnell treffen konnten? Ich check's einfach nicht. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wir sind im Nachbericht. So, wir kommen zu diesem Nachbericht dieses ultra krassen Katastrophenspiels. Ich weiß nicht, was da heute passiert ist. Wir haben verloren gegen Braunschweig den letzten Platz im 10. Spiel. Wir sind immer noch Erster, aber Bayern ist jetzt rangerückt. Was ich eigentlich vermeiden wollte, gerade gegen Braunschweig. Aber gut, damit haben wir verloren, abgehakt. Nächstes Spiel wird besser. Und Thorsten Lieberknecht sagt, Dortmund war ein hochmotivierter und starker Gegner. Wir können uns bei unserem Torwart bedanken und sind sicherlich der glückliche Sieger. Ja, übertrieben glücklich. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich werde es auch die nächsten Tage nicht verstehen wahrscheinlich. Und wir haben heute nicht den Fußball gezeigt, den wir spielen können. Jetzt wollen wir das nächste Spiel gewinnen. Ja, das nächste Spiel müssen wir auch gewinnen, wenn wir Anschluss an Bayern, also wenn wir uns Bayern vom Leib halten wollen. Leitner ist schon wieder in der Mannschaft der Woche. Der ist im Moment on top. Selbst wenn wir verlieren, ist er drinne. Und wir waren noch nicht mal schlecht heute. Wir waren echt nicht schlecht heute. Aber später ist die Mannschaft dann irgendwie so ein bisschen zerbrochen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Guter Griff, Santi Mina. Unsere Dinger sind alle gute Griffe. Mitläufer Ødegaard. Der ist doch Stammspieler. Warum ist der nur Mitläufer? Der spielt doch jedes Spiel. Naja, egal. Was zur Hölle ist da passiert? Naja, abhaken und weitermachen. A-Union gegen Dings. Bewerbung für ein... Ja. Moritz Leitner erreicht neue Erfahrungsstufe. Das ist auch krass. Er ist schon auf Erfahrungsstufe 4 jetzt. Okay. Mhm. Mannschaft der Woche, Leitner wieder. Und Hummels ist wieder fit. Jo. Ich check's immer noch nicht. Ich darf darüber gar nicht weiter nachdenken, ey. Über dieses Katastrophenspiel. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas machen jetzt. Jugendmannschaft später, nächste Folge, keine Ahnung. Hier löschen wir die Mails mal. Die haben uns ja alle angeguckt. Wir können nochmal gucken, dass wir ein paar Verträge verlängern. Gerade die so diese Saison oder nächste Saison auslaufen, mit Aubameyang zum Beispiel, kann man jetzt sicher schon verlängern oder Shahin nochmal verlängern. Benaglio, Birki kann man beide eigentlich nochmal verlängern. Obwohl Benaglio, will er schon Karriereende? Nee, er will noch kein Karriereende. Aber nächste Saison kann man dann vielleicht auch mal einen jüngeren, talentierten Torwart holen, der dann noch in die Mannschaft kommt. Wir könnten auch versuchen, Birki wieder zur alter Stärke zu bringen. Er ist jetzt schon 2 Punkte besser geworden diese Saison. Er verdient aber ziemlich viel Geld dafür, dass er nicht spielt. 4 Millionen, da könnte man noch durchaus was machen mit. Wir erhöhen auch nochmal unseren Transferbudget um 7,5 Millionen. Da haben wir ja vielleicht dann, dass wir im Winter nochmal vielleicht irgendwen holen können. Keine Ahnung wen, aber irgendwer wird sich vielleicht noch finden. So ein Stürmer oder so, so einen richtigen Stürmer dann nochmal für Aubameyang als Austausch. Wären wir schon ein bisschen wohler mit. Obwohl wir eigentlich auch Kruse haben, der überall einspringen kann. Ja, würde ich aber erstmal sagen, war es das für diese Folge mit Fußballmanager. Wir haben unsere erste Saisonniederlage eingesteckt. Ist jetzt meh. Aber da müssen wir durch. Gehört ja zum Fußball dazu, auch mal zu verlieren. Es ist jetzt natürlich unglücklich gewesen, dass es gerade gegen Braunschweig den letzten Platz passiert ist. Aber das lässt sich noch verkraften, denke ich. Meh. Mich nervt das selber übertrieben gerade. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wie Fußballmanager jetzt sagen würde. Nächstes Spiel haben wir dann gegen Düsseldorf im Pokal, glaube ich. Und dann gegen Bayern schon. Also das ist eher das Spiel, was mich jetzt als nächstes interessiert. Das gegen Bayern, dann Hannover und dann kommt Wolfsburg. Also die oberen der Tabelle sind jetzt unsere nächsten Gegner. Und irgendwann spielen wir dann ja auch mal gegen den FC, der hoffentlich noch lange da oben stehen bleiben wird. Aber das sehen wir dann alles erst in der nächsten Folge oder in den nächsten paar Folgen. Keine Ahnung.
Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.